Moin, Mario hier. Willkommen auf meinem Kanal. Und ja, hier die Super Snake soll heute wieder Thema sein von Agora Models. Und zwar, ja, ist normalerweise Ausgabe 17 dran, ne? Oder Bauphase 17. Da ich mir gedacht habe, Mensch, das ist ein bisschen wenig, gucken wir die 18 gleich mit dazu. Das heißt, ja, wir machen die Ausgabe 18 auf. Und die Ausgabe 17 aus. Schauen wir mal, was da drin ist. Komm rut. So, falls ich unhöflich nach da schaue, da ist die Bauanleitung und dann schaue ich da rein, um euch ja, zu sagen, wie diese Teile alle heißen. Und zwar ist das ja in Ausgabe 17, Bauphase 17, bekommen wir die Hinterachse unterer Teil, das Differentialgehäuse und was waren das jetzt hier? MP03 Schrauben. Und in Bauphase 18 bekommen wir Hinterachse oberer Teil. Wir bekommen, lass mich schauen, Nasenfahrrad, das ist, ja, wenn man öller wird, ne? Und zwar bekommen wir zwei Schraubenfedern. Wo federn die auch? Gucken. Ja, federn auch. MP01 und MP04 Schrauben. Was dürfen wir machen? Und zwar werden wir als erstes kommt ihr erstmal dichter, sonst könnt ihr ja gar nicht sehen. Mario. Also, einmal dichter kommen, dann ja, seht ihr die Teile auch nochmal von nahen. Schrubenträger ist hier. Zur Not noch ein zweiter. Und ja, zur Not haben wir ja genug Auswahl. Also, kommt mal ran. Als ersten Schritt nehmen wir das Differentialgehäuse und werden dort MP03 Schrauben reindrehen, aber ich glaube noch nicht ganz. Und das Ganze dann, ja, jetzt muss man natürlich gucken, wie rum. Und zwar, hier ist ein T drinne. Das T zeigt nach oben und die Hinterachse zeigt auch nach oben. Und dann wird das hier rauf gesteckt. So, jetzt ist die Frage, ja, hält das denn jetzt hier, wenn ich jetzt hier die Schrauben weiter andrehe oder nicht? Hält erstmal nicht. Oder doch? Wenn ich noch fester drehe. Nee. Aber vielleicht soll das so. Also so, das wäre der Bauschritt. Ausgabe, Bauphase 17. So, nun kommen wir dann zur 18. Da haben wir ein bisschen mehr zu tun. Und zwar, ja, wird das Ganze, die Bauanleitung, ich muss mir das mal ein bisschen größer machen. Mit MP01 Schrauben brauchen wir jetzt. Die muss ich mir noch schnell einmal rausholen. Und dann wird das Ganze ja, hier raufgelegt. Die Hinterachse oberer Teil. Und dann mit MP01 Schrauben miteinander verbunden. So, ja. Ne, jetzt kann das ja hier auch nicht mehr rausgehen. Durch die Schrauben mit dem
Ne, hier habe ich ja noch die Ersatzschraube. Das ist ja eine mit einem breiten Kopf. Und deswegen, das ist zwar leicht lose, aber das kann ja nicht mehr rausgehen. Also hat das genau so seinen Sinn gemacht. Ja, davon gehen wir ja aus, dass alle Bauschritte immer einen Sinn haben. So. Also eine Hinterachse zu fertigen, das ist nicht schwer, ne? Das ist ratzfatz gemacht. So. Siehst du wohl. Da haben wir sie. In ihrer ganzen Pracht. So, als nächstes. Als nächstes werden die Federn. Die Federn. Aufgesteckt auf die beiden großen hier. Zack und zack. Und jetzt rutschen sie wieder runter. Zack und zack. So. Aber wir sind noch nicht am Ende, weil das ist ja spannend, das Spannendste. Wir brauchen den Unterboden, den wir schon in den vorherigen Bauphasen zusammengebastelt haben. Und zwar kommt das Ganze, jetzt muss ich mal schauen, und zwar in, ich muss das umdrehen. Wenn man das umgedreht hat, dann kommt man auch an die richtigen Löcher. Hier beide reingesteckt. Natürlich dürfen wir es nicht zu doll machen, weil wir haben ja den Einfüllstutzen für den Tank. Und zwar muss jetzt das Ganze also ich habe jetzt glaube ich das hier verkehrt rum. Ja, man sollte das T muss nach unten, weil das kommt jetzt so hin. Genau, so rein. Also kann ich das Ganze, ja, muss ich das nochmal aufschrauben. Also einmal Cut und das Differentialgehäuse da, das muss ich einmal umdrehen. So, einmal gedreht das Ganze. Das Schöne war, ich brauchte ja nicht alle vier Schrauben rausmachen, sondern nur 1, 2, 3. Da konnte ich das ein bisschen abziehen. Und ja, dann das Ganze begradigen. So, jetzt müssen wir hier natürlich die Löcher treffen, damit wir die Hinterachse anschrauben können. Und zwar hier bei diesen Löchern. Ich habe schon mal die Schrauben gleich rausgeholt, den Schraubenträger aufmunitioniert und dann konnte ich gleich losschrauben. So, noch die zweite. Mir scheinen die Schrauben ein wenig kurz zu sein. Also ich hätte das besser gefunden, wenn die etwas länger gewesen wären. Die sind schon ein bisschen, ja, weil wir hier noch durch müssen. So. Oh, das funktioniert. Das funktioniert, das federt hier. So, ja, das dürfen wir noch tun. Anschließend Stage 18 complete. Steht da jetzt. Ja. Gut, wunderbar. Ja, das waren dann die Bauphasen 17 und 18. Ne? Hinterachse mit Differential eingebaut. Oh, wenn wir jetzt schon Rede hätten, nicht? Ja, ist schon eine Menge zu sehen von unserem Auto und auch so schon mal die Größe zu erahnen, dass das dann doch schon ganz schön erklopper wird. Dann habe ich noch eine kleine Vorschau auf die nächste Ausgabe. Die nächsten Bauphasen werden sein 19 und 21. Das gleicht sich nämlich, und zwar haben wir in Ausgabe 19
den linken Radkasten und in Baufaser 21 den rechten Radkasten. Und ja, dann fehlen nur noch zwei Bauphasen, sprich die 20 und 22. Und dann haben wir das dritte Paket auch verbaut. Ne? Ja, freut euch auf das nächste Video. Schaut auch gern auf meine anderen Projekte. Und ja, mir bleibt nur noch zu sagen, jetzt fällt mir was ein. Ich habe ja, so ist das, ne? Kommt dann noch eine kleine Blitzidee. Wir haben ja, ich habe ja eine 5000er Abo-Special gemacht. Da habt ihr ja alle eingeschaltet und das fand ich ja echt klasse und echt prima. Und eigentlich könnte ich ja bei der nächsten Bauphase, weil bei den Radkästen anzubauen ist, da ist, denke ich mal, ja auch nicht so viel. Da werde ich dann wieder was verlosen. Und zwar habe ich ja gesagt, ich habe ja mehrere Preise ausgelost und den einen habe ich ja schon ausgelost bei der USS Constitution. Und bei der nächsten Shelby-Folge, bei der nächsten Super Snake-Folge, werde ich dann den Ironman verlosen, die beiden Ausgaben 1 und 2. Ich denke mal, das ist eine coole Idee. Also, bleibt neugierig, schaut wieder rein in die nächsten Bauphasen. Ja, mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal wieder in.